Der große Unterschied besteht in einer kleinen Narbe. Willi hat noch einen Blinddarm, Toni nicht mehr. Im Übrigen sind die beiden Brüder aus Kempen ziemlich eineig, Zwillinge, seit genau 65 Jahren. Zu ihrem Geburtstag haben die beiden jetzt eine Fete mit ein paar Freunden geplant. Knapp 1000 hatten sie eingeladen und die werden wohl auch gekommen sein. Denn Willi und Toni Kellerners, die sind auf der Bühne ein Ereignis. So wie die Brüder Christian und Markus Dassel vor und hinter der Kamera. Vier Brüder, eine Haltestelle und viel Rock'n'Roll. Zwei eineiige Windräder winken mit den Rotorblättern, doch wir winken nicht zurück und blicken nach vorn. Vorn liegt Kempen, hier sind wir richtig und das gleich in doppelter Hinsicht. Willi und Toni Kelleners feiern heute ihren Geburtstag. Das sorgt hier für noch mehr Wirbel als alle Windräder am Niederrhein zusammen. Moin, Christian Dassel vom WDR Fernsehen. Guten Morgen. Darf man Christian sagen? Meinetwegen. Ja, ich bin doch Toni. Herzlichen Glückwunsch, Toni. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Willi. Danke, Christian. Wie alt sind wir geworden? 65. Nee, 130. 130. 130. Ah ja, wir sind ja Zwillinge. Wer ist der Ältere? Fünf Minuten. Ja, fünf, das ist allerhand. Das ist allerhand. Das merkt man manchmal. Ein Problem für den kleinen Bruder? sagen wir mal so, ich war schon seit der Geburt an immer zurückhaltend. Immer zurückhaltend. Ja. Mein kleiner Bruder, Markus Dassel. Markus! Moin, Markus! Moin, Markus! Der Mario. Der Mario. Das ist der Mario. Der Mario hat übrigens auch einen Bruder, doch der ist heute nicht dabei. Außerdem hat er nicht Geburtstag. Deshalb kümmern sich Mario, Markus und Christian wieder um Willi und Toni. Einer von beiden ist hier rechts im Bild. Das gilt auch für die folgenden Bilder. Denn 65 Jahre lang waren die beiden immer unglaublich eineig. Also ihr habt immer alles zusammengebracht? Wir haben alles zusammen. Wir hatten den gleichen Beruf. Wir sind beide Musiker. Wir machen, als die Bands jetzt, das hat nachgelassen mit Live-Musik, machen wir beide DJ. Entertainer. Entertainment dann, ja. Also Taxifahrer, daher der Name. Ja, klar, daher der Name Taxi Toni, Taxi Willi. Wir haben 28 Jahre nachts Taxi gefahren. Das war die Möglichkeit, um Taxifahren und Musik überhaupt miteinander zu verbinden. Weißt du, wer das ist? Wer ist das? El Sandok. Da bin ich. Das ist der Willi. Gitarre auf dem Rücken? Auf dem Rücken, hinterm Rücken, durch die Beine, ja. Auf die Erde. Vielleicht ist hier vorne noch ein Foto. Mal, das ist noch von Astoria. Hast du die erste unsere erste Autogrammkarte. In den wilden 60ern wurde diese erste Autogrammkarte tausendfach verteilt. Die Kelty Brothers waren am Niederrhein berühmter als die Beatles. Sie waren wild, sie waren laut, sie waren jung. Besonders bei der Damenwelt waren Willi und Toni jahrzehntelang in aller Munde. Wie war es mit den Mädels so? Super. Mich haben auch schon Mädchen geküsst, die dann gedacht haben, ich wäre der Willi. Aha. Ja, hat aber auch nichts gemacht, oder? Oder war der Willi dann sauer? Nee, das Mädchen war sauer. Doch die wilde Zeit ist längst vorbei und hängt gerahmt im Arbeitszimmer. Taxi Willi und Taxi Toni sind mittlerweile verheiratet. Und plötzlich gab es Wichtigeres als das raue Leben für den Rock'n'Roll. Gerade für den wilden Willi ging es im vergangenen Jahr ums nackte Überleben. Die Diagnose: Prostatakrebs. Die Medizin war machtlos, seine Chancen standen schlecht. Ich muss sagen, als wir im Krankenhaus kamen, meine Frau und ich, die Jutta, da mussten wir einmal gehen, zweimal durften wir gar nicht rein. Ne? Und dann habe ich gesagt, Jutta, wenn der Willi nächste Mal noch mal jetzt wach wird, dann sage ich, Willi, wenn wir 65 werden, mache ich eine super Party. Und da sagt er, da mache ich mit. Da bin ich dabei. Ja, habe ich schon versprochen. Ich kam also nach 7 Stunden Operation, war meine Frau Uschi am Krankenbett und ich werd wach und sag zu ihr. Und ich komme wieder auf die Showbühne. Da ist er. Wir stehen heute Abend auf der Bühne. Yeah? Das ist ein Befehl. Ich bin der ältere Bruder. Wer hat denn das Sagen in der Familie? Oder wie? Heute Abend geht's auf die Bühne. Heute Abend um 17 Uhr Vorhang auf und wir werden sehen. Wir sind gespannt. Dies ist also mehr als nur eine Geburtstagsfeier. Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Revival-Party. Denn Willi ist zurück im Leben.
Für die Zwillinge ist dieser Geburtstag natürlich eine Riesensache. Und für eine Riesensache ist selbst ein großer Saal zu klein. Deshalb das Seidenweberhaus in Krefeld. 1000 Gäste zahlen 28 Euro Eintritt. Über 40 Jahre lang haben sie gewartet, um die berühmt-berüchtigten Kelty Brothers auf dieser bescheidenen Bühne spielen zu sehen. Das alles absolut live, was vor allem für diese Rhythmusgitarre fast schon an ein Wunder grenzt. Heute bin ich hier, beide Füße auf die Showbühne und möchte allen, die mal krebskrank werden, möchte ich alle Mut machen und möchte sagen, nicht den Mut verlieren, ein festes Ziel vor Augen. Und das feste Ziel war dieser Abend? Ja, heute Abend. 47 Jahre nach ihrer Gründung, live auf dieser Bühne, The Kelty Brothers. In diesem Moment ist Willi wieder ganz der Alte. Er pfeift auf seine Prostata und denkt nur noch an das eine. Rock'n'Roll. In Ehren ergraut und besser denn je. Now, it's one for the money, two for the show. Really ready now. Wenn man die Zwillinge jetzt mit 65 sieht, dann bekommt man eine leise Ahnung davon, wie sie wohl mit 18 waren. Auch nicht viel anders. Immer unter Strom, am liebsten auf der Bühne und am linken Niederrhein seit Jahrzehnten schon bewundert. In fünf Jahren sehen wir uns spätestens. Dann macht er wieder eine Party, oder? An der gleichen Stelle. Alles klar. Danke. Das machen wir die ganze Zeit. Vielen Dank. Danke. 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 Zum Geburtstag kenne ich euch eine Haltestelle. Danke.